Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wir sind jetzt in Meridian und gehen jetzt mal entsprechend dorthin, wo wir hinwollen. Aber wir gehen natürlich vorher mal kurz zum Händler. Wir müssen mal ein paar Dinge verkaufen. Ja, ich weiß, es ist schon wieder soweit. Das kann weg. Das kann weg. Und davon ein bisschen was verkaufen. Donnerkieferherz kostet 200, ja. Todbringer nur 136. Mal. Oha. Ehemals habe ich gar kein Herz, oder was? Was? Also keins mehr wahrscheinlich, ne? So, naja, gut. Jawohl, warte. Hätte ich eigentlich auch unter Pause machen können, ne? Ich Depp. Ist mir jetzt halt gerade so eingefallen. Sehen, was jetzt passiert. Als mir gerade einfällt, wird mal kurz zu Talana gehen. Ich über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. In der Jägerloge. Einfach mal gucken, ob die was Neues an Gesprächen hat Habe oder so. Habe ich Bratiwin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Ich nehme den ganzen Tag Trophäen an. Wie geht es dir? Ach, weißt du, ein neuer Tag und immer neue Scharen von Maschinen. Tauschen wir. Gut, gibt nichts Neues. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Danke. Die Beute sei... Gut. Naja, man muss ja, ne? Man muss ja mal fragen, mal gucken. Ich werde heute Nacht gut schlafen. Ich muss kurz den Cursor oder den Marker ausmachen. Jeder braucht noch einen Farbtupfer im Leben. Komm, ich kann mir nicht vorstellen, woanders. Können wir außen hochklettern? Nee, ne? Ja, so viel laufen hier. Meine Aufgabe ist, die Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Eloy. Wie soll er nach unten gucken? Schön, dass du da bist. Das ist so schrecklich mit Ersa. Ja. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein... Elon Schmied. Sagt dir der Name was?
Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst? Das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Bringt jetzt nichts, ihm das zu sagen. Oder ihn damit jetzt noch irgendwie zu belasten an der Stelle. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Ich hoffe, das war halbwegs richtig, die Entscheidung. Ich will dich nicht länger aufhalten. Triff Erend am Lagerhaus. Alles klar, du willst mich einfach loswerden. Sag's doch einfach. Aber es hätte es jetzt gebracht, ihm zu sagen, irgendwie. Es ist, hätte auch nichts gebracht, ihm zu sagen, ja, hier, das ist jetzt uninteressant. Also hier diese ruppige Antwort dann, das hätte nichts gebracht. Das andere, seiner Frage auszuweichen, hätte ihm nur noch mehr gezeigt, dass es wahrscheinlich so gewesen wäre. Abenteurer. Ich fand das jetzt gar nicht schlecht. Ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Dies ist das Haus. Bist du da, Derwal? Überraschungsbesuch. Ah, eine Schlinge. Können wir ja gleich nutzen zum Aufhängen. Oh, Loa. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Ist ein kupferchemischer Sprengstoff gesichert mit berührungsempfindlichem Detonator? Ja. Soll ich da jetzt hingehen oder was? Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los.
Spuren von Rost, vielleicht ist ein Metall heute selber ausgelaufen. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe einen Feuersturm entfachen. Vielleicht kriege ich irgendwie dieses Fenster auf und kann den Brennstoff für die Bombe loswerden. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Lul. Hilf mir, das muss raus. Okay, rohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Das müssen wir. Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Alter, was? Ach, wir haben es ja doch überlebt. Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geht zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Oh. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Ich glaube, ich habe vergessen, Horizon neu zu starten, deswegen gibt es jetzt keinen Chat mehr. Und es ruckelt ein bisschen. Hm. Na gut. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu stark. Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Also es muss wirklich... Es muss wirklich was mit Horizon zu tun haben und es zu lange, wenn man zu lange spielt, ohne Horizon mal neu zu stoppen. Ein Knall, aber ich sollte Befreiung nicht mehr. Hast du einen Augenblick, Fremde? Vom Rand des Berges steigt Rauch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Walz verstecken? Naja, hier hinten ist immerhin so eine Malerei, ne? Hm. So. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Sieht fast wie bei Odin aus. Er hat die Wand durchbrochen. Mhm. Oh. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Der Wal. Mhm. Und dann, ach du grüne Neune, darüber, 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 hoch. Ah, genau.
trinken. Warte mal ganz kurz. Ja. Entschuldige mich mal kurz. Ich muss das mal kurz machen. Moment. Bis gleich. Hallo, zurück. Ich muss bloß mal kurz Horizon starten, weil das hat angefangen, jetzt hier Frames zu droppen und zu ruckeln in der Aufnahme und sowas. Deswegen ist doof. Also bei mir ist das immer so, alles, was irgendwie über 5, 5,5, 6 Stunden Aufnahme oder offenes Horizon zu tun hat, zickt immer rum. Irgendwas scheint da zu sein, aber jetzt machen wir weiter. Dafür interessieren wir uns nämlich jetzt nicht. Söldnerkrieger. Kann ich die jetzt eigentlich auch umbringen? Oder würde ich das jetzt eher nicht machen? Folge derweil in den Palast. Ja. Also darf ich das oder darf ich das nicht? Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Irgendwer muss hinten sichern. Sicher du lieber deinen Hintern. Hm. Ah, kurz und schmerzlos. Hält sich. Das sieht aber auch schön aus hier hinten. Meine Fresse. Muss man ja auch mal sagen, ne? Und hier ist so viel Heilung. Das macht mir Angst. Ich bereite mich mal ganz kurz vor. Ja. Oh, wir hören doch schon was. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke! Tja, na dann kümmern wir uns mal darum, dass hier wieder alles in Ordnung ist. Ja? Ist ja gut. Was machst denn du? Okay, was? Frischer geht's nicht. Also sie hat einerseits das zerstört, aber andererseits auch verstanden, dass sie die Kiste aufmachen sollte. Ja gut. Kann ich jetzt hier noch irgendwas tun, oder? Nö, ich soll den jetzt folgen. Ja gut, dann folge ich den jetzt. Was ist das? Oh. Nicht du was. Bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann Avads. Nein, erst deins, dann von niemandem anderem. Das ist nicht süß. Ist da draußen etwas? Warum lässt Avad bloß immer seine Frauen? Sagt, ist er nicht süß. Verteilen!
Ich warum habe eine ist jetzt, Armee angeführt. Warum ist jetzt schon Falken wieder hier unten nicht getötet. Das Richtige? Boah, der so macht immer... Macht immer den Lockruf rein. Aber der soll... Weiter so. Es ist nicht vorbei, Noah. Soll doch die Heilung drinnen lassen. Als guter Osram-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Mhm. Grau habe ich denn. Er hat mich ge... Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ach ja, geht eigentlich. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Meinst du? Diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Sprichst du immer noch, oder was? Jetzt jagen sie mich. Ha, diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Ja, ja. Machen wir doch mal. Komm her, komm. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Weiß ich nicht. Ach, da sind ja noch mehr. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ich hoffe, du kämpfst gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Oh, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Diese majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Also ich muss mal sagen, der Typ nervt, ne? Also, nur mal so. Wieder irgendwo hin. So, ist er jetzt weg? Doch nicht. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Erend. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend. Wirst du es versauen? Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Hm. Sehr gut, Erend. Und Leute, versaut's nicht, okay?
will jetzt nicht demnächst sehen oder hören oder irgendwie mitbekommen, dass der abgehauen ist, ja? So, was? Rede mit der Wahl, optional. Hier, wo ist er? Das will ich natürlich machen. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich natürlich nochmal mit dem quatschen. Tupfer im Leben. Komm, lass uns drüber reden. Ja, komm. Und Kalli, du wolltest schlafen. Warum sehe ich dich schon wieder im Chat? Ah. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Verstehe. Du willst doch Salz in die Wunden streuen. Tja, das funktioniert nicht. Haha, wie lustig, den Bastler im Käfig zu drangsalieren. Was haben wir gelacht? Glaubst du, dieses Stück Schrott macht dich klug? Ich wette, ohne das Ding hättest du meine Bombe niemals entschärfen können. Du glaubst, ich bin erledigt, hä? Denk nochmal drüber nach. Ich bin schon schlimmeren Situationen entkommen. Während die Trottel in Hauptquell darüber diskutieren, wie sie mich töten wollen, mach ich mich davon. Wart's nur ab. Ja, das befürchte ich halt auch. Lege ich dir einen Donnerkieferköder ins Bett. Da habe ich halt noch eine Trophäe mehr. Ich muss zugeben, es ärgert mich, dass eine Wilde mich gefunden hat. Die meisten Nora verwirrt es schon, wenn etwas aus mehr als zwei Stöcken und einem Faden besteht. Das war gemein. Unnötig gemein. Hast du nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel Nein. dich von einem Lanzenhorn aufspießen zu lassen? Nein. Du hältst deinen Speer für so toll. Aber ich könnte ihn mit verbundenen Augen bauen, während ich ein Schläfchen halte. Ja, und? Maschinen reiten. Soll mich das etwa beeindrucken? Bring einen dazu, mir das Mittagessen zu bringen. Das wäre interessant. Na, es reicht ja, wenn sie es bei mir machen. Ein Steinchen im Stiefel, weißt du das? Genau so nervtötend. Hammer auf Stahl. Ich hasse dich. Gerade eben klang das noch die ganze Zeit so, als wenn wir dir egal wären. Warum hast du uns denn jetzt auf einmal? Was ist denn mit dir? Eines Tages werde ich eine Maschine bauen, die nur dazu da ist, dir deine Zöpfe auszureißen. Was bist du denn jetzt so? Bei meinem Schmiedeofen. Lass mich einfach in Ruhe, Rotschopf. Ich verstehe dich nicht. Oh, Manu! Oh, wir können ja gar nicht mehr mit ihm reden! Oh, das ist ja traurig. Warum dürfen wir denn jetzt nicht mehr mit ihm reden? Kampadi spürt wieder die Jägerlöcher. Ein nobler Ach, wie gut! Hallo, ich hätte gerne nochmal mit dir gesprochen. Ja gut, also ich gebe zu, das sieht jetzt ein bisschen auch eigenartig aus vielleicht. Und das da? Also mich hat's richtig schön... Dann halt nicht. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Na gut, aber das fand ich geil. Dass wir dem jetzt nochmal so richtig schön auf den Sack gehen konnten. Das fand ich jetzt gerade so geil. Lass uns Ach, das. Nein, lebhaft diskutieren. Ach, das hat mir jetzt gerade schon so ein bisschen nochmal den Abend versüßt. Und das von seiner Überheblichkeit dann am Ende doch noch so ein. Oh, ich hasse dich! Ich baue extra für dich eine Maschine, die den Zöpfer rausreißt. Schön. Schön. Ja. Ah, da bist du. Guten Tag. Eloy.
Mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Ach Quatsch. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Arsas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ja, ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osaram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osaram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Der war. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Der Wal ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Tja, das ist die Frage, aber... Wenn dein Vater nicht gewesen wäre, wäre so viel anders gewesen. So vieles wäre so dermaßen anders verlaufen. Das kann man einfach nicht versuchen zu verstehen, was das alles für Auswirkungen gewesen wären. Ich weiß, wer die Nora angriff. Eine Gruppe Schattenkaja namens Eclipse. Sie graben alte Maschinen aus. Waffen für einen Angriff auf Meridian. Ich verstehe. Was du da sagst, klingt genau wie die Gerüchte von Marat. Eine Schattenkaja-Splittergruppe, verdorbene Maschinen überall im Land. Wann soll der Angriff sein? Weißt du das? Bin mir nicht sicher. Wir werden uns darauf vorbereiten. Halte mich auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Hey. Möchtest du noch reden? Ja. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Meinte er jetzt... Also das finde ich nicht... Nein. Niemals. Ich würde das hier intuitiv sehen. Ich denke jetzt nicht, dass er meint, dass wir seine neue Geliebte werden sollen oder sowas. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass wir irgendwie so, naja, eben der nächste Hauptmann oder die nächste Hauptfrau dann halt sein sollen für die Garde. Ah, sicherlich auch für seine Garde, klar, aber auch die für Meridian. Eben Ersa in dem Falle nicht ersetzen, sondern eher beerben, aber nicht gefühlstechnisch, sondern eine Aufgabe hier. Aber nein, was das hier unten machen. Danke für das Angebot, doch. Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein.
Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Ich muss gehen. Ich verstehe. Oder wollte er doch das andeuten damit? Und hier nicht rumlaufen. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Sehr gut, ja. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet wenig reden, viel trinken. Na dann, hoch die Tassen. Auf Ersa. Schade, dass wir da jetzt nicht noch mit hingehen können. Also es klang zumindest jetzt so, als wenn wir das nicht können. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Wir waren schon da, sollen wir mitkommen? Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Ach, das war ja jetzt so wholesome. Ach Mann, ach, das war ja süß. Also nicht romantisch süß, sondern süß. Zwischenmenschlich süß. Du willst noch reden? Ich hol mir ein Taschentuch. Okay, wir sehen uns später. Schon. Hoffentlich. Ach, wie schön. Ach, das fand ich jetzt gerade süß. Das muss ich schon sagen. Ah, Mensch. Na gut. Okay, ja gut, dann ist, glaube ich, für diese Folge das erstmal vorbei. Und ich glaube, wir sollten dann als nächstes... Tja, was sollten wir denn als nächstes mal... Vielleicht können wir hier noch so diese verdorbenen Zonen erstmal noch leer machen, ne? Was haben wir denn da noch? Ach, ich glaube zwei. Oh ne, drei. Oh, drei verdorbene. Vier verdorbene. Da. Das reicht aber langsam. Hier stehen bloß zwei. Ja, wahrscheinlich, weil wir denen nah genug waren oder so, ne? Ja gut, dann haben wir noch ein paar verdorbene Zonen zu clearen. Und dann müssen wir natürlich weitermachen mit der Quest rund um Silence. Und wir haben noch eine Brutstätte vor uns. Na gut, war jetzt nicht mehr in dieser Folge. Bis zusehen. Jerry, macht's gut.